Yo, guten Tag und herzlich willkommen bei VT Gaming, zurück bei Turm Oil. In der letzten Runde hatten wir jetzt hier den Saloon freigeschaltet, in dem wir offensichtlich irgendwelche Möglichkeiten haben, die einzelnen Firmen, die uns hier links und rechts am Spielfeldrand angeboten werden, zu bestechen. Ich denke, ich werde diesen Schritt jetzt erstmal auslassen und werde dann nicht näher irgendwelche Investitionen tätigen, sondern entsprechend erstmal meine Geräte entsprechend upgraden. Aber zunächst denke ich, macht es Sinn, sich erstmal für die nächste Runde ein Stück Land zu ersteigern. Und wie gehabt, scheint jetzt hier auch schon übelst loszugehen auf der Map. Ich nehme mir jetzt einfach mal einen Bereich, der jetzt da noch nicht beboten wurde. Ja, und wie gehabt, scheint das so zu sein, dass sich die Leute hier gegenseitig ausstechen, aber mich relativ in Ruhe lassen. Das ist natürlich sehr angenehm. Dementsprechend habe ich für 1000 Dollar wieder hier ein Stück Land erworben. Ja, freue mich natürlich extrem darüber und habe jetzt entsprechend noch ziemlich viel Kohle übrig, um da jetzt irgendwas reißen zu können. Sprich, mal rein. In der letzten Runde hatten wir das Problem, dass die Vorräte aufgebraucht waren, bevor wir da tatsächlich irgendwas umsetzen konnten. Sprich, ich denke, es macht Sinn, durchaus in das Finden neuer Vorräte zu investieren. Dementsprechend da mal in den Speed der Wünschelruten Männchen und gegebenenfalls in die Tiefe derer zu investieren. Ah ja, jetzt ist hier dieses Update dann auch verschwunden, also anscheinend kann man da tatsächlich bis auf Stufe 3 irgendwas upgraden. Ja, ich würde sagen, mit den zwei Upgrades im Gepäck können wir hier in die Stelle gucken, was da los ist, aber gut, 10.000 haben wir jetzt entsprechend nicht. Gut, schauen wir einfach mal, was passiert und starten die Runde. Ja, wie gehabt, zwei Firmen. Faster, deeper, nicht schlecht. Dementsprechend einfach mal wieder drei Juris hier zum Ölchecken losschicken. Jawohl. Ja, sie bewegen sich jetzt auch deutlich schneller als vorher. Also das Upgrade zeigt Wirkung. Ja, der erste schon was gefunden, nicht schlecht. Gut. Oha, jetzt sind hier entsprechend alle drei fündig geworden, relativ zügig, das ist natürlich sehr gut. Allerdings keiner noch so wirklich Oberflächen. Na, ich werde jetzt hier vorsorglich schon mal so einen Kredit aufnehmen. Weil wir uns dann sonst kein Pony mehr leisten können. Gut, an der Taktik vom letzten Mal werde ich ganz einfach mal festhalten, die hat sich eigentlich ganz gut bewährt mit, also ohne Silos das Ganze abzufertigen und das geförderte Öl im Endeffekt direkt an die Firmen weiterzutragen. Ich denke, das ist durchaus ganz gut gelaufen. Dementsprechend sehe ich da jetzt keinen Grund, irgendwas Gegenteiliges probieren zu müssen. Jo. Das Enddatum hat sich jetzt auch nicht wirklich verändert. 30. Juni. Gut, schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen mehr finden. Ich denke, es macht auch Sinn, noch ein zweites Pony zu besorgen hier. Ah ja, gut, zweites Vorkommen erschlossen. Okay, jetzt scheinen sich hier die Kurse gleich wieder zu überlappen. Also sprich, ich
gehe jetzt dann doch eher auf die linke Firma mit dem Verkauf meiner Rohstoffe. Gut, jetzt haben wir die dritte Quelle ausschlossen. Also so wie es jetzt aktuell aussieht, denke ich, dass die beiden rechten Quellen jetzt hier durchaus kleinerer Natur sind. Ich denke, die linke ist durchaus ausbaubar. Jetzt erstmal noch ein paar Ponys setzen, damit sich da hier nichts wieder staut. Ich werde mal gucken, wie weit ich jetzt hier mit den rechten beiden komme. Eieiei. Die linke ist jetzt auch nicht so umfangreich. Ich glaube, ich schicke jetzt hier einfach schon mal spontan noch so einen weiteren Typi los. Der da vielleicht noch irgendwo was findet, bevor die Rohstoffe entsprechend aufgebraucht sind. Und holen wir noch so ein Pferdchen ran, damit der Abtransport ein bisschen fluffiger läuft, weil hier das Rohr dann doch relativ voll ist. Gucken, ob wir jetzt beim vierten Anlauf ein bisschen besser belohnt werden. Sieht aktuell ja noch nicht so gut aus. Gut, jetzt haben wir hier an der linken Factory natürlich entsprechend schon wieder einen ganz schön krassen Kursabfall drin. Sagte ich gerade rechts? Ich meine natürlich links. Auch wenn jetzt rechts nicht ganz so der Knaller ist, ist es deutlich besser als links. Mal gucken, wie sich das Ganze jetzt dann darstellt. Gut, ich weiß nicht, was unser Kollege da jetzt hier gerade gefunden haben will. Ah ja, okay. So kleines Futzelchen Öl da ganz unten am Boden der Welt, wenn man so will. Naja, besser als nichts. Präventiv schicke ich einfach noch mal einen los. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese vier kleinen Mini-Vorkommen da jetzt hier tatsächlich das komplette Ölrepertoire dieser Map widerspiegeln. Wobei wir jetzt den Mai auch schon abgeschlossen haben, so gut wie. So viel Zeit bleibt uns da nicht mehr. Jetzt noch einen neuen Bohrturm bauen. Klingt mir fast nach einem relativ riskanten Unterfangen. Ja, letzter Monat ist angebrochen. Wünschelruten Juri hat jetzt dann auch tatsächlich was gefunden. Gut, da habe ich jetzt. Oh, warte mal. Ah, ich glaube, jetzt hier für 20 Tage noch großartig irgendwas bauen, das würde sich, glaube ich, nicht großartig rentieren. Deswegen sehe ich mal zu, dass die gewonnenen Ölressourcen da jetzt noch abgetragen werden. Dann ich ganz einfach mal, dass das jetzt reicht, um die Konkurrenz zu beeindrucken. So, was verpasst? Ah, da stand die ganze Zeit einer voll beladen rum. Weil ich hier nur 5 stehen hatte. Wobei ich jetzt gerade sehe, hier auf der linken Seite hat sich auch schon wieder einiges am Kurs getan. Also hauen wir natürlich die Reste, die jetzt hier noch bestehen, natürlich noch in die linke Factory, bevor jetzt in wenigen wegen den Tagen dass die Runde auch schon wieder über ist. Ah, ganz links wäre natürlich ein Riesenvorkommen gewesen. Gut, kann man nicht wissen. Aber naja. Gut, wenn man sich das Ganze jetzt hier mal anguckt, ja, haben wir unseren
unser Budget, unser Geld natürlich entsprechend ausgebaut. Ja, würde sagen, dann warte ich auch nicht großartig und gehe mal direkt in die nächste Verhandlung. Die Map füllt sich dann auch so langsam. Die Kollegen scheinen jetzt hier die mittleren Gebiete zu bevorzugen. Ich nehme hier aber mal das linke. Ja, und wieder einmal hat es geklappt, ohne dass mich irgendjemand überboten hat. Das ist natürlich schön. Ja, und dann gucke ich nochmal, was hier so los ist. Also freigeschaltet haben wir jetzt in dem Moment nichts. Das ist natürlich schade. Gut, so ein Speed-Update für 5000. Hau rein. Und geht hier ansonsten noch irgendwas? Geht hier im Saloon vielleicht noch irgendwas anderes? Naja, ich bin der Meinung, das ist jetzt auf einmal ein anderer Kollege als in der Runde zuvor. Also jetzt können wir hier auf der rechten Seite im Endeffekt die Firma bestechen. Aber gut, eben haben wir nicht wirklich für einen Kurs unter 62 verkauft. Von daher, sag ich mal, das ist geschenkt. Kein Problem. Nehmen wir nicht. Gut, dann geht's auch direkt weiter. So. Oh ja, jetzt rennen sie ja richtig los hier. Ich nehme jetzt hier direkt mal 4. Allerdings werde ich zusehen, dass ich zunächst erstmal einen funktionierenden Bohrturm an den Start kriege. Um eventuell auf Darlehen verzichten zu können. Oh ja, jetzt wird es ja richtig hektisch. Mensch, derartigen Stress bin ich ja gar nicht gewöhnt. Aber ich war natürlich stets bemüht, das entsprechend kompensieren zu können. Haben wir natürlich wieder einen Jackpot Tower genau als erstes gesetzt. Okay. Bevor ich da jetzt übermäßig Kohle verschwende. Ich erstmal ganz links, ob wir da ein bisschen schneller fündig werden. Ach du meine Güte. Was ist denn da los? Gut, da kommen wir wohl um Darlehen nicht drum rum. Januar ist dann jetzt auch schon vorbei. Und hier ist noch nichts an Öl in den Vorschein gedreht. Das ist natürlich blöd. Frage ich mich natürlich, was die Typen da gefunden haben wollen. Noch ein Darlehen. Ah ja. Eine enorm riesige Ölblase haben wir da gefunden. Die sieht auf jeden Fall phänomenal aus. Oh, und jetzt haben wir hier tatsächlich auch Kursabfälle auf beiden Seiten in extreme Tiefen. Ja, ob die Runde tatsächlich von Erfolg gekrönt sein wird, das wird sich zeigen. Ich nehme hier jetzt einfach mal noch so einen Kredit auf und bringe hier den nächsten Turm in Action. Der Hoffnung, dass der wenigstens so ein bisschen von Erfolg gekrönt ist. Ah ja. Okay, das sieht gut aus. Ah gut, zwar nicht sonderlich riesig, aber erstmal besser als alles, was bis jetzt passiert ist. Gut, jetzt haben wir hier auf der rechten Seite entsprechend schon den Kursanstieg. Das ist natürlich sehr gut. Eieiei. Das ist natürlich mal ein äußerst schleppender Start insgesamt. Aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz bohre ich immer ein bisschen weiter. In der Hoffnung, hier auch noch bei den anderen Türmen irgendwo auf Öl zu stoßen. Allerdings ist sahen gar nicht so gut aus, aber hier haben wir jetzt wenigstens ein bisschen was. Oha, hier ist jetzt auch
zu viel Öl drinne. Wir brauchen deutlich mehr Ponys. Ich sehe das schon. Werde ich das natürlich versuchen im Auge zu behalten. Ich hoffe ganz einfach, dass unser rechter Turm hier auch noch irgendwann irgendwo irgendwas findet. Zumal der Julia da immer noch am Winken ist. Oh, und ganz da unten scheint tatsächlich irgendwas noch zu sein, aber ist das irgendwas bringt? Mal gucken. Ah, jetzt habe ich hier natürlich vergessen einzustellen, dass die alle gut, ob dieses Level jetzt tatsächlich Gewinne abwirft, da bin ich natürlich mal sehr gespannt. Der Turm hier an der linken Seite ist anscheinend schon aufgebraucht. Ich finde mal da noch was, aber sieht an sich gar nicht so gut aus. Kurswechsel verpasst. Mensch, Mensch, Mensch. Also man mag es ja fast gar nicht glauben, ja, aber dieses Spiel ist natürlich, also man muss auf so viele Sachen gleichzeitig achten. Er ist schon fast so ein bisschen unruhig. Aber naja, hilft ja alles nichts. Ich denke mal, das ist alles eine Frage der Übung. Und ist der Mai auch schon fast vorbei. Ob sich das jetzt hier noch lohnt, großartig zu expandieren, glaube fast nicht. Dennoch probiere ich es hier nochmal kurz ein bisschen. Vielleicht den hier noch so ein Stückchen nach unten. Da haben wir noch ein bisschen Öl. Sonst passiert jetzt nicht mehr viel. Gut, hier wird sich jetzt wieder um die Ölpreise gezankt. Gehen wir dann nochmal auf die Ride Inc. Aber ich denke, diese Runde ist so gut wie gelaufen. Übrigens diesmal auch tatsächlich ohne geupdatete Pipelines. Bin mal gespannt, wie der Finanzstatus dann am Ende dieser Runde aussehen wird. Meine Konkurrenten mit ihrem Land da ein bisschen mehr Glück hatten. Also ich bin halt der Meinung, dieses Land war jetzt hier echt grottig, aber wir werden natürlich sehen, wie das Land tatsächlich ist, wenn sich die Map dann aufdeckt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier genau mittig natürlich ein riesen Ölvorkommen ist, womit man die ganze Weltbevölkerung im Endeffekt mehrere Jahrzehnte hätte versorgen können. Aber ich habe es leider nicht gefunden. Schade. Oh. Gut, hier unten. Noch ein Schluck. Aber naja. Schauen wir mal. 7000, 12000. Ja, jetzt wurden wir natürlich von Blanchet und Ricardo wieder überholt. Ach, na auch Daisy. Gut. Kann man machen, nischt. Muss man gucken zu. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es deutlich besser. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal mit Tomoe.